Der nächste Tag ein Sonntag, bestes Wetter im Gegensatz zu den vorherigen Tagen. Wie gesagt, stets der tschechisch-polnischen Grenze entlang von West nach Ost. Kurzer Aufstieg und dann Sonntagsausflug. Fjell. Es geht Richtung Schneekoppe und Wiesenbaude, Lutschnibauda, dem Tagesziel. Windswehen. Die Wiesenbaude, Lutschnibauda, etwa 200 Betten, guter Hotelstandard. Abends noch ein kleiner Ausflug auf die Höhe, Sonnenuntergang.
Am nächsten Tag soll es von der Wiesenbaude nach Hornimalaupa gehen. An diesem Tag hat's furchtbar geregnet. Bis nachmittags um 2 Uhr etwa. Zu zweit sind wir dann doch irgendwie auf der Schneekoppe oben angekommen. Auf dem Foto kann man sich den gelaufenen Weg anschauen. Blickrichtung Westen. Links oben die Wiesenbaude. Doch nun wieder zurück in den Winter. Abschiedsfoto von Michael. Er hatte sich von Wroclaw, Breslau aufgemacht für die Wochenendtour mit 2 Übernachtungen und hatte biwakiert. Morgen soll ich da unten weitergehen auf Ski? Großes Fragezeichen, wie geht das? Dort gute Übernachtung, gutes Essen. Das Quartier kannte ich vom vorherigen Sommerurlaub. Da gab es plötzlich 25 cm Neuschnee morgens. Alleine mit einem Fragezeichen. Doch der Weg, er findet sich immer irgendwie. Also, es geht weiter. Gehört der Vergangenheit an. Das Schengener Abkommen war seit einigen Monaten in Kraft getreten. Jedenfalls lief ich dann von der Höhe gar hinab, über Niedarimirmow in Polen. Im Stadtmuseum von Czaslaw wurde ich dann von Museumsleiter Mach ganz herzlich empfangen. Er geht selber Skitouren, da war eine gute Verbindung da. Sommeraufnahme von Czaslaw. Nach einem Tag guter Entspannung in Czaslaw stieg ich am nächsten Tag in den Bus. Und dann fuhr ich mit dem Bus nach Trutnov und von Trutnov über Prag nach Cheb und nach zu Hause. Schön war's.